Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir waren im ersten Part der neuen Staffel, Staffel 2, hier in diesem Dorf angekommen mit dem Schiff. Und müssen jetzt hier ein paar Quests machen, damit wir stärker werden. Und ja, Items suchen natürlich. Wie gehabt in einem Rollenspiel. Reden wir mal mit diesem. Zum Alchemist. Wie ist das? Der Kondor. Der Alchemist ist irgendwo. Das ist der Alchemist. Das ist der falsche Alchemist. Und Tarsus, der ist auch nicht hier. Also probieren wir mal diese Quest hier oben, diese drei. Der Idol. Idol. So, hier müssen wir zum alten Skelette töten. Machen wir die zuerst. Hallo? Feuerball schmeißen. So. So, da haben wir auch. Jetzt noch ins Goblin-Lager. Ein Feuerball sperren. Haben wir bald, leider bald kein Mana mehr. So. Hopp. Bang. Wie viel müssen wir töten? Wir brauchen 5 Stammesfeld. Ich glaube, die droppen nicht jedes Mal. Ruhen wir uns kurz aus. So. Jetzt sage ich den Stab. Bisschen übertrieben. Die Map schauen. Und steht es bei den. Zwei. Haben wir erobert. Der ist gerade im Krieg. Aber den hier unten haben wir. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist eigentlich das für ein Symbol. Ein Endboss. Okay, Konfliktzone ist einfach so. Wieso ist hier unten kein Schnee? Verstehe ich nicht. So, also. Wieder buffen.
So. Also haben wir das auch. Müssen wir noch jetzt machen? Nö. So. Ich freue mich wieder dann auf die Spiele gegen Spielkämpfe im Kriegsgebiet. Und hoffentlich geht es bald mit der Gilde. Letztes Mal habe ich ja nur eine andere Gilde gehabt. Ich brauche einfach nur eure Unterstützung, wenn ihr Bock habt. Dann dürft ihr gerne mir ein paar Items leihen, schicken, verkaufen oder irgendwie so. Geld habe ich genug. Für den Anfang. Ich habe 500.000 von C-Tab, das ist ein Kollege von mir, geschenkt bekommen. Ja. Jetzt müssen wir hier nach Kalmar. Bekommen wir noch recht gut Geld über. Müssen wir wahrscheinlich nur ein bisschen herumlaufen. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Die beste Quest ever. Hallo? Ich möchte gerne durch. So. Oh, ein geschnitzter Stab des Feuers. Und für das bekommen wir 10.000. Schokolade. Juhu! So, jetzt müssen wir hier den Wachturm suchen. So. Da ist Schwäche. Das ist besser. Und hier oben Holz sammeln. Da hat schon einer gesammelt. Hoffentlich bauen die nochmals. Da sind noch mehr. Ja, heute sind relativ viele Spiele online. Wahrscheinlich weil jetzt Wochenende ist, es ist Freitagabend. Mir fällt immer öfters auf, dass die Spieler nicht so spät ins Bett können, weil sie eben Stress verspüren von der Schule, von der Arbeit. Da habe ich es noch extrem gut. Ich kann ins Bett, wenn ich will. Aber das ist krankheitlich bedingt. Und ja, es bringt nichts, wenn ich im Bett hocke und nichts mache. Nicht schlafen kann. So, reden wir mit dem. Machen wir das mit dem weißen Säbelzahntiger zuerst, wie das gerade hier ist. Keine Chance. Kann sowieso nicht treffen. Treffchance minus 10% und die treffen schon fast nicht. Yeah. So schön. Es geht extrem schnell mit dem Stab. Freue ich mich. Ich hoffe, später ist er auch noch gut, der Magier. Sonst muss ich mit dem Barbar spielen. Ich habe zwar eigentlich
ein Paladin machen wollen, aber ja, als Farmcharakter ist der nicht so gut. Ich kann ja sterben, wie ich will. Ich muss ja nicht leveln. So. Haben wir die Quest auch gelöst? Ja. Schade, dass sie keine Story haben, die Quests. Nur so blödes Geschreibe. Sonst könnte ich es euch vorlesen. Wenn ihr wollt, dass ich es vorlese, könnt ihr das natürlich schreiben. Was ist denn das für ein Drache? Das ist komisch, alle Drachen sind tot. Was ist los mit denen? Haben die so gefailt? Ein Fischkübelspaltaxt. Ja. Zu schwach. Also bis jetzt macht Alcius nicht so einen guten Eindruck. Es ist halt also nur Schnee. Ich mag Schnee nicht. Aber trotzdem, ich bleibe bei Alcius jetzt. Wir haben viel später Ding. Wälder und so. Tannenwälder. Kann uns gut verstecken. Stecken wir hinter einem Baum, friesen den Gegner. Und dann knüppeln wir ihn wieder knüppeln wir uns nieder, immer diese kann man sich darstellen. Das nervt. So, haben wir das geschafft. Juhu! Dieses Dorf ist abgeschlossen für den Moment. Ich weiß nicht, später vielleicht noch etwas haben. Also nehmen wir uns einen Superstab. Sieben bis zehn. So. Kaufen das. Verkaufen das Zeug hier. Diese Sachen, die wir bekommen haben, legen wir. Das letzte Fach. So, jetzt sind wir auch wieder stärker. Und trainieren kurz noch ein bisschen. Da. Ja, was wollen wir trainieren? Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit. 25. Na, Schaden. Also arkanes Geschoss ist schon wichtig. Käferschwarm kann nicht angreifen. Nice. Habe gehört, die Feuerverherrlichung und so wurde geschwächt. Aber schon vor ein paar Jahren. Also ich dachte eigentlich, sei extrem gut. So ein Magier mit Angriffsgeschwindigkeit und so. Leider ist das nicht so. Töten wir mal ein paar Bären. Ja, schon gut.